Servus und grüß euch zu Folge 128 Let's Play Landwirtschaft Simulator 22 auf meinem Kanal. Auf der NF Marsch unterwegs. So, unser Gruber Schnuckerl ist fertig. Dann würde ich sagen, schicken wir den doch gleich wieder. Ist zwar nicht voll kaputt, aber. Schicken wir mal da hin. So, ich habe jetzt zumindest in der Zwischenzeit da beim Hof ein bisschen ausgemäht. Können wir uns den Agel anschauen. Der ist auch soweit wieder zum. Ah nein, den brauchen wir. Den brauchen wir ja noch. Feld 4. So, Schnucki, Hasi. Schnuckelhäschen. Also fürs Feld 4 und Feld 5 mähen. Ja, das geht, ja, das gehört wieder zusammen, gell? Da liegt aber was anderes drauf, oder? Da wird Luzern angepflanzt, genau. Gut, da müssen wir wohl halt oder übel. Nein, nicht. Nicht mit dem Zweitaktbiber, weil der bringt uns da nichts. Der Zweitaktbiber bringt uns da nicht viel. Ich glaube, wir jetzt die Bahn da gleich mal durch. Und dann machen wir den Abfall da auf der linken Seite. Wenn da am Waldesrand stehe. Da ziehen wir jetzt einfach mal durch und schauen mal, wie weit das wir Zugang haben. Ein kleiner Wackeldackel. Sagen wir mal, das ist Vorgewende. Das mehr hätten wir dann einfach nur manuell noch. Aber das passt schon soweit. Schauen wir mal, wie im Oktober dann auch noch an Ernteaufträge vielleicht kriegen von den Fremdfeldern oder was bei uns noch fertig wird. Jetzt können wir uns mal wirklich um die Holzarbeiten kümmern dann da. Ja. Die Kurven kriege ich nicht mehr. Der Lehrling beim Rosenmann mit der Psyche. Trinkt der Lehrling etwa Bier? Die Bengel im Kran. Ne, das geht immer schon, ja. Da kriegen wir doch noch schön was aus. Gehen wir noch einen großen Staubsauger. Gehen wir nämlich beim Hofarm alles weg davon. Da unten genauso.
zwischen den Bäumchen ein bisschen auszumähen, damit es einigermaßen sauber ausschaut. Vom Winter noch sind wir zu Mann. Das sieht man nicht so schön. Das sieht man nicht so schön aufs Mähwerk hier. Ups, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das ist nicht. Magisch, tragisch. Mal was essen. Nicht päpstlich aus der Papstzeit. Und trotzdem möchte ich bei der Straßenlaterne das sauber machen. Was ist das? Nicht, dass wir uns vor der Gemeinde noch was nachschauen lassen müssen, weißt du? Der Bürgermeister mal vorbeikommt und. Heiliges Blechlein. Dort gefällt man nicht hier. Wenn ich die Schnuckerlohne führe. Aber mal parken. Und da schauen wir jetzt, dass wir schön den Feldraum ankommen und das da wirklich sauber außen anordnen, wenn wir schon mal dabei sind. Die Luzi muss man stehen lassen. Der fährt aber der Luzi nichts da, oder? Der Luziano. Ist nur nicht Ernte drauf. Schotter Hilfe. Dieses Feld nicht quadratisch, praktisch Korridor-Sportfeld. Oh, Schleichwirkung.
Zu was zum Konzern gehört denn eigentlich Rittersport? Der Milka ist ja, glaube ich, Mondelez. Das ist ja Mondelez. Glaube ich. Ja, das sind Multikonzerne, das ist auch zum Davorlaufen, ehrlich gesagt. Da blickt ja keine Sau mehr durch. Ja, das ist genauso wie das, ist das, was mir in der Jetztzeit immer so gefällt. Also bei uns zumindest herum. Wenn sie jetzt immer Werbung machen mit Mediamarkt und Saturn. Früher immer schön bekriegt und alles. Was scheinbar ja nicht viele gewusst haben oder nicht so öffentlich geworden ist, dass ja das beides zum Metro-Konzern gehört. Und dem Metro-Konzern eigentlich scheißegal ist, Entschuldigung, wo der Kunde seinen Fernseher kauft, ob bei Mediamarkt oder bei Saturn, weil das Geld landet ja dann sowieso im Geldbeutel von der Metro. Aber jetzt, wo es halt den Mediamärkten und den Saturn-Märkten auch ein bisschen Nase in die Schuhe eingeht, wenn man so schön sagt in Bayern, weil die natürlich jetzt auch einige andere Online-Märkte natürlich jetzt als Konkurrenz haben. Natürlich voran, allen voran, das gute Amazon. Die merken natürlich auch, dass es nicht mehr so läuft wie früher. Und jetzt machen sie immer gemeinsam Werbung. Oder die guten alten Nepper, Schlepper, Bauernfänger Tricks, wo dann in der Werbung steht, wenn sie dieses Produkt woanders finden, dann erstatten wir den Kaufpreis zurück. So. Wobei das Gerät eine eigene Fabrikationsnummer hat dann, die es nur beim Mediamarkt gibt. Das heißt, du kriegst ja das Gerät nicht einmal ansatzweise irgendwo anders. Gerät. Das heißt, das große müssen wir. Nein, das lassen wir. Also, ehrlich gesagt, backelt man da alle Zähne drauf. Das ist echt das Gute, da kannst du wirklich voll da durchwuckeln. Weil das andere Zeug nicht erntereif ist. Wir wuckeln hin, wir wuckeln hin. Machen wir den Grünstreifen auch noch. Gut, dass die Verkehrsschilder keine Kollision haben. Nur Transportschieber, Kollision an, Kollision aus. Ich glaube, dann haben wir alles. Ein
Bei der Halle links unten so eine Vorbeifahrspur hätte ich nicht geschaut, gell, aber. Gehen wir da durch, ey. Ich glaube, das muss gerne in den Baum hängen oder so. Na, geht. Das Glück ist ein Rindvieh und sucht seinesgleichen. Bremse an! So. Ui, na, geht. So, jetzt machen wir da mal kurz das Türchen auf. Ja, Autoscheif. Autoscheif! Haben wir wieder bei Transportfieber. Autoscheif bei Transportfieber rettet Leben. So. Allerdings teilweise falsch, nicht richtig. Und dann irgendwo an so einem. Jetzt war der Reparatur-Heini. Nicht nur der Reparatur, sondern da gleich der frisch Lackier-Heini. Wie aus dem Katalog steht er da, der Fendt. Parken. Dann müssen wir manuell parken, aber das macht nichts. Ich glaube, das kriegen wir noch hin. Was ist der da? Ah, der ist da drin. Jetzt bauen wir einen Träger. Rausgekommen. Die Tür geht aber nicht nach. Wieder zu langsam gewesen. Jetzt brauche ich einen Träger. Warte mal, jetzt brauchen wir erst einmal da das Tor auf. Korn drin. Nein, da ist kein Träger. Machen wir den Träger. Und das macht dann ganz nach noch Träger fahren. Oh. So ein 8400er. 300, 450 PS. Da brauchen wir jetzt irgendwas mit Schnuffelleistung. 435. Ja, da werden wir den 517er brauchen. Da brauchen wir jetzt was mit Leistung. Orientieren. Wir sind da. Kann man jetzt über den Weg abkürzen, gell? Wurde mir vom Motor ausgenommen. Wo muss ich einmal so da rum, gell? Ach, das geht dann einfach. Ich brauche einen Navi im Träger. Geht doch mal weg hier. Na, das wird sehr falsch. Ja, braun habe ich. Gut, dass wir die Marsch und die Gräben spielen, sonst waren wir jetzt im Graben gelandet. Oh ja. 100, ja, juhu. Das geht nicht einmal. 63. Pedal to the metal. So.
Dann würde ich sagen, ich gucke jetzt mal an und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder, zu der ich natürlich herzlich einlade. Und dann werden wir mal ein bisschen Gras sammeln gehen. Also, bis die Tage, bleibt's gut, lasst euch nicht ärgern. Liebe Grüße, I am Maverick, pfiat euch.